meine Lieben, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder mal Mythen für euch. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit 10 Fitness- und Ernährungsmythen. Und irgendwer hämmert hier, lasst euch davon nicht beirren, die ich aufgeklärt habe. Und wo wir einfach mal gucken werden, was stimmt und was stimmt nicht. Und ich habe mir das Ganze ja schon vorher durchgelesen und recherchiert. Und ich kann euch versprechen, es sind so, so interessante Sachen dabei, auf die man nicht gekommen wäre. Ganz im Ernst. Falls ihr die anderen Videos aus meiner Mythenreihe verpasst habt, ich habe ja schon Pickelmythen aufgeklärt, außerdem Beauty- und Haarmythen und euch auch jeweils Tipps gegeben, wie man es richtig macht. Alle Links zu den Videos findet ihr nochmal in der Infobox, falls ihr Interesse habt. Aber jetzt legen wir erstmal los mit diesem Mythenvideo und ich wünsche euch viel Spaß! Fruchtsäfte wie Orangensaft und Apfelsaft sind gesund. Naja, es geht so. Also in Maßen sind sie in Ordnung. Zum Frühstück mal einen Orangensaft oder so, das ist wirklich gar kein Problem. Wobei man da auf jeden Fall darauf achten sollte, wie viel Zucker enthalten ist. Das steht einfach immer bei den Zutaten drauf. Und das Ding ist halt wirklich, dass in vielen Orangensäften und Apfelsäften und so weiter viel Zucker enthalten ist und das macht das Ganze dann leider wieder etwas ungesund. Also von daher sollte man da auf jeden Fall darauf achten und auch bedenken, dass auch natürlich diese Fruchtsäfte Kalorien enthalten. Nüsse machen dick und sind ungesund. Nein, das ist falsch, denn Nüsse enthalten wirklich ganz, ganz viele wichtige Fettsäuren, die euer Körper zum Zellaufbau benötigt. Natürlich sind sie kalorienmäßig gesehen nicht ganz ohne sozusagen, aber man muss ja immer darauf achten, was es für Kalorien sind. Und in diesem Fall sind es wirklich gute Fette. Wenn man nach 18 oder nach 20 Uhr isst, ist das schlecht. Laut ganz, ganz vielen Internetseiten, wo ich recherchiert habe, stimmt das nicht. Es ist ganz egal, um wie viel Uhr ihr esst. Wichtig ist einfach nur die Hauptkalorienanzahl, die ihr über den ganzen Tag aufgenommen habt. Allerdings, und jetzt kommt's, kann ich persönlich für mich sagen, dass ich es irgendwie schon bei mir merke. Wenn ich oft spätabends esse, dann setzt es mehr an, als wenn ich um 14 Uhr esse. Keine Ahnung, ob es Einbildung ist oder woran es liegt, ich weiß es nicht. Aber laut wissenschaftlichen Studien stimmt das nicht. Fettarm heißt kalorienarm. Nein, das stimmt leider nicht. Denn bei diesen ganzen Light-Produkten wird oftmals anstatt Fett einfach nur Zucker eingesetzt. Und das führt dann wiederum dazu, dass sie wirklich in einigen Fällen dieselbe Kalorienanzahl enthalten wie normale Produkte. Also achtet auf jeden Fall darauf, wenn ihr Light-Produkte kauft, vergleicht ihr einfach mal mit den normalen Produkten. Spinat ist super gesund, weil er unglaublich viel Eisen hat. Oh mein Gott, auch diese Antwort hat mich so schockiert, denn das stimmt nicht. Kennt man ja eigentlich das Gerücht, vor allen Dingen durch diesen Popeye-Typen. Der hat ja auch immer sehr viel Spinat wohl gegessen und hatte ja totale Muskeln. Trotzdem ist Spinat nicht schlecht, also ist auf jeden Fall gut, weil viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind, aber eben nicht besonders viel Eisen. Frisches Gemüse enthält viel, viel mehr Vitamine als Tiefkühlgemüse. Das dachte ich auch immer. Stimmt aber in vielen Fällen nicht. Denn in den meisten Fällen ist es so, dass frisches Gemüse, gerade wenn es aus dem Ausland kommt, ja sehr viele Transportwege und eine lange Lagerungszeit hat. Dementsprechend gehen während dieser Zeit Vitamine verloren und das Gemüse verliert an Farbe und auch Geschmack. Bei Tiefkühlgemüse hingegen ist es so, dass es direkt geerntet wird und dazu muss man sagen, dass Tiefkühlgemüse auch schon reif geerntet wird, wohingegen frisches Gemüse oft noch unreif ist, weil es ja eben noch diese ganzen langen Transportwege vor sich hat. Auf jeden Fall wird Tiefkühlgemüse eben geerntet, wenn es reif ist und dann direkt eingefroren. Das führt dazu, dass der Geschmack, die Vitamine und auch die Farbe erhalten bleiben und es hat dann eben zur Folge, dass wir oftmals mehr Vitamine durch Tiefkühlgemüse aufnehmen können. Wenn ihr jetzt aber irgendwie einen Bauern kennt oder so oder wisst, dass das Gemüse aus Deutschland kommt und nicht allzu lange Transport- und Lagerungswege hatte, dann empfiehlt es sich natürlich mehr das zu kaufen, weil ihr dann halt eben wisst, wo es wirklich herkommt. Wenn man vor dem Sport nichts isst, verbrennt man mehr Fett. Nein, das ist falsch. Ich kann mir aber gut vorstellen, warum das viele Leute denken. Man könnte ja vielleicht denken, wenn man joggen geht zum Beispiel, ohne vorher etwas gegessen zu haben, dann geht die Fettverbrennung direkt an den Hüftspeck dran und verbrennt eben nicht die aufgenommenen Kalorien. Aber das stimmt nicht, denn Fette verbrennen nur, wenn auch Kohlenhydrate da sind, die das Ganze sozusagen anregen. Und wenn die fehlen, dann sieht es schlecht aus. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr habt morgens überhaupt keinen Hunger, vor dem Sport zum Beispiel, dann esst aber trotzdem auf jeden Fall eine Banane oder irgendwie ein Müsli-Riegel oder so mit Kohlenhydraten, damit der Körper auf jeden Fall etwas hat. Regelmäßige Saunagänge machen schlank. Nein, das stimmt leider nicht. Der einzige Weg, um Fett zu verlieren oder zu verbrennen, ist einfach Bewegung. Wenn man in der Sauna ist, dann wiegt man eventuell danach etwas weniger. Aber das liegt einfach nur daran, dass euer Körper durch die Poren eben Wasser verloren hat. Und ja, das ist dann einfach die Wasserabnahme, die zu einem niedrigeren Gewicht führt. Aber es ist leider nicht so, dass man dadurch wirklich abnimmt. Die Fettverbrennung setzt erst 30 Minuten nach Sportbeginn ein.
Nein, das stimmt Gott sei Dank nicht. Denn euer Körper, auch wenn es diese Regel, glaube ich, schon jahrzehntelang gibt und ich dir selbst auch geglaubt habe, aber euer Körper verbrennt wirklich schon seit der ersten Minute, wo ihr Sport macht, Fett und Glukose. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr mindestens 30 Minuten Sport treiben müsst. Jede Art von Bewegung, von Anstrengung, von Sport hilft dabei, dass ihr Fett verbrennt und es kommt nicht unbedingt auf diese 30-Minuten-Regel an. Was aber der Fall ist, ist, dass die Fettverbrennung, je länger man eine sportliche Aktivität ausübt, umso mehr zunimmt. Jetzt müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, welcher Mythos euch am meisten überrascht hat von 1 bis 10. Ich bin super, super gespannt und bei mir kann ich sagen, war es definitiv das mit dem Spinat. Und außerdem wäre es super cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was für eine Mythenfolge ihr als nächstes sehen wollt. Also irgendeine Idee, gerne alles ab damit in die Kommentare. Hier oben verlinke ich euch mal ein Video, welches thematisch wirklich super gut passt. Und zwar sind das 4 Süßigkeiten-Ersätze für den Sommer jetzt, die ihr auch super gut mit ins Schwimmbad nehmen könnt. Und hier unten kommt ihr noch zu einem anderen richtig coolen Video. Und zwar war das ein Video, wie Mädels sich wirklich morgens fertig machen. Das ist so unglaublich gut bei euch angekommen. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Alle Links stehen auch nochmal unten in der Infobox für euch verlinkt. Genauso wie die gesamten Our Little Secrets Folgen, also die ganze Playlist, die jemals erschienen sind. Ich habe euch lieb und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon super doll, euch immer im nächsten Video wiederzusehen. Hoffentlich seid ihr auch wieder mit dabei. Ich bin auf jeden Fall wieder hier. Mittwochs um 14 Uhr und sonntags um 12 Uhr. Wie immer, macht es gut.